Hallihallo, Hallöchen, ich bin etwas mies gelaunt wegen einem Video. Ja, ich habe eben von The Player News ein neues Video gesehen. Wegen eines Fernsehsenders, der einen Bericht über die Gamescom gemacht hat. Und ja, das ist wirklich die absolute Höhe. Ich möchte jetzt eigentlich nicht so richtig erklären, was da drin vorkommt. Ich möchte einfach nur, dass ihr euch das Video anschaut von, also das ich gerade hier beschreibe. Ich möchte jetzt nicht den Sender nennen, weil möglicherweise Probleme oder so es geben könnte sein tun. Aber ich möchte euch auf dieses Video hinweisen. Das sollt ihr dann schauen. Dann sollt ihr das Video von The Player News schauen. Und möglicherweise noch die drei anderen Videos, die The Player News darin beschrieben hat. Und dann tut das, was David in diesem Video sagt. Und es ist einfach krank, was da beschrieben wird. Man kann sich wirklich richtig da angegriffen fühlen. Also ich sag jetzt doch ein Beispiel. Also, es wird genannt, dass Gamer zum Beispiel immer unrasiert sind, zum Beispiel, weil sie nicht auf die Hygiene achten, weil sie nur am Zocken sind. Naja, ich fühle jetzt mal bei mir. Ich fühle mich irgendwie rasiert an. Also fühle ich jetzt mal hier so, also keine Haare außer auf dem Kopf. Und ja, also es ist einfach dumm. Also, was die meinen, es ist einfach bescheuert. Also schaut euch das Video an, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Und ich werde alle Videos verlinken, da ich kann einfach nur darüber lachen und sagen, dieser Sender soll sich mal so richtig ficken. Also vor allem, ich gebe mal einen Tipp, der Hartz-IV-TV-Sender und ja, der. Es ist einfach die absolute Höhe. Verbreitet dann das Video von David und ja, macht einfach das, was David sagt und seid glücklich dann damit, dass dieses Klischee dann vielleicht aufgehoben wird oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendwas wird man sicher damit erreichen können, wenn man genug Beschwerden einreicht bei einem. Ach, schaut einfach David an und der erklärt das alles sehr gut. Ich möchte jetzt eigentlich hier nur einen kleinen Nachtrag geben, so dass ihr das auch seht, die ihn nicht abonniert haben, aber trotzdem, er ist ein Abo wert, also abonniert ihn, um jetzt noch ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Auf jeden Fall solltet ihr wirklich anschauen. Ich rede schon viel zu lange mal wieder und ja. Hört auf mich, hört auf David, hört auf alle. Also außer auf den Sender, natürlich. Deswegen, tschö, tschö, ich geh mal kurz, meinen Fernseher verhauen. Tschö.